Guess is back, ich bin's mal wieder, heute mit einem Vlog, denn heute ist ein sehr besonderer Tag für mich. Ich gehe nämlich auf das Eminem-Konzert in Hannover, das einzige Deutschland-Konzert, und ich freue mich riesig, denn wer mich besser kennt, weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Eminem-Fan bin. Also ich höre Musik so eigentlich nur so Mainstream und halt Musik von Eminem, weil mich das einfach persönlich sehr anspricht, weil mich das irgendwie durch meine Jugend begleitet hat und weil mich, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach Fan. So viel dazu. Ich muss natürlich zugeben, dass ich kein Fan der ersten Stunde bin, denn ich bin selber Baujahr 96. Das heißt, als Eminem seine größte Zeit hatte, war ich jetzt noch nicht so dabei. Sein letztes Deutschlandkonzert hat er gegeben vor 14 Jahren. Das heißt, da war ich 8. Da war ich noch kein Fan, aber dafür bin ich halt später ein umso größerer Fan geworden. Und dann habe ich halt immer so gedacht, die Musik ist cool, schade, dass ich nicht 10 Jahre früher gelebt habe, um das live hätte mitbekommen zu können. Also ich bin natürlich froh, dass ich jetzt lebe, aber schade, dass die Zeit von Eminem schon vorbei ist. So habe ich immer gedacht, weil ich dachte halt immer, er gibt keine Konzerte mehr, er wird auch kein Konzert mehr in Deutschland geben, weil das eben jetzt schon so lange her ist und ich dachte, er ist so mit seiner Karriere jetzt vorbei. Ich muss auch dazu sagen, dass ich Konzerte eigentlich nicht mag. Ich gehe nicht auf Konzerte. Ich weiß einfach nicht, mir gefällt das einfach nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin von keinem Sänger so ein Fan, dass ich mir das wirklich 3 Stunden geben könnte, da im Publikum zu stehen und zu jubeln. Und ich habe immer gesagt, das Einzige, wo ich auf ein Konzert gehen würde, das wäre von Eminem, weil das wäre wirklich, also da würde ich mich so freuen. Aber der wird ja niemals ein Konzert in Deutschland geben, von daher hat es sich erledigt. Und jetzt ist es eben doch so. Oh mein Gott. Ja, und deswegen, weil das heute so ein besonderer Tag für mich ist, wollte ich euch gerne mitnehmen und das auch für mich selber so ein bisschen festhalten. Ja, ich packe jetzt meine letzten Sachen ein. Ich mache mich nämlich jetzt auf den Weg nach Hannover und ich gehe mit der lieben Valentina zu dem Konzert. Die kenne ich ja noch von den Nick's Face Awards 2017. Weil das Lustige war, ich habe mir erst keine Karten geholt, weil ich irgendwie das voll verplant habe, wann das Konzert war. Und dann, man konnte im Vorverkauf Karten kaufen, wenn man Telekom-Kunde war, glaube ich. Und das habe ich aber verplant. Und dann wollte ich zum normalen Verkauf kaufen und da waren halt innerhalb von einer Sekunde, also ich habe es beim Aktualisieren nicht geschafft, waren diese besten 2 Kategorien ausverkauft und es gab nur noch die 3. Kategorie und die ist halt dann unendlich weit nach hinten und wenn du da dann weit vorne sein willst, dann musst du halt super früh da sein. So habe ich mir das gedacht. Dann habe ich noch überlegt und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, dann verzichte ich halt auf die Karte, was eigentlich voll dumm war, so im Nachhinein, weil ich glaube, es wäre auch cool gewesen, weiter hinten. Ja, mal sehen. Muss ich mal schauen, wie das da heute aussieht. Und dann war die Valentina, die hatte sich nämlich 2 Karten gekauft. Einfach mal so in weiser Voraussicht, weil sie noch nicht wusste, wer mit ihr mitkommt. Und dann hat sich das eine zum anderen gefunden und ich durfte ihre 2. Karte haben. Und jetzt gehen wir zusammen dahin. Ich freue mich so. Ich bin zu früh fertig. Das heißt, ich muss noch warten, bis ich losfahre. Dann vertreibe ich mir die Zeit halt mit Weiterlabern. Ich muss sagen, ich habe mir schon die Setlist angeguckt, die in den letzten Tagen in Europa gespielt wurde. Also der war ja, glaube ich, vorher jetzt in Mailand und in Paris und so. Weiß ich noch gar nicht genau, wo er überall war. Jedenfalls habe ich mir die Setlist angeguckt. Es sind so ein paar Songs dabei, wo ich denke, ja, die hätte ich eher gegen andere ausgetauscht. Also ich muss sagen, ich bin auch so, ich kann wirklich ungefähr die Hälfte der Lieder auswendig. Also nicht, dass ich jetzt die unbedingt mitrappen könnte, da ist mein Talent jetzt nicht unbedingt da, aber so vom Text her. Und ja, aber andere, mit denen ich ganz zufrieden bin. Also insgesamt finde ich die Setlist sehr gut. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt in Deutschland genauso die gleiche Setlist sein wird oder ob sich noch was ändern wird. Wir bleiben gespannt. So, wir haben jetzt schon im Regen angestanden. Das Wetter ist leider richtig mies. Die Valentina ist hier dabei. Ich werde dich auch verlinken, Instagram und so. Okay. Ich laufe nicht gegen den Posten. Wir sind schon super aufgeregt. Wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird, aber es wird so oder so gut, auch wenn es regnet. Wir haben uns mittlerweile mit Regencapes ausgestattet, weil es wirklich übel regnet, aber da hinten wird der Himmel schon heller. Die hat sich ein Crepe für 5 Euro gegönnt. 5 Euro, also. Und er klebt fest, er klebt original fest. Unverschämt.
Wir sind Gott sei Dank nicht in der hintersten Kategorie, sondern wir sind in der zweitbesten Kategorie. Deswegen müssen wir nicht so früh da sein. Das heißt, wir können gleich entspannt hingehen. Aber ich werde dann wahrscheinlich nur noch da die Stage filmen, weil da wird es dann wahrscheinlich zu eng, um richtig zu filmen. Wir haben noch Platz im Sound. Man hört wahrscheinlich eh nicht. So, es ist mittlerweile 21 Uhr. Eminem sollte um 20 Uhr auftreten. Es ist 21 Uhr und es passiert nichts. Die beiden Voracts waren schon. Und wir warten hier. Nee, ich wollte einfach. Took this stage. Did y'all miss us as much as we missed you? I need you to get so loud in this motherfucker and make so much noise they hear us back in fucking So Hanover,
Something like that, but it's not necessarily true. Ever since I stepped on this stage tonight, I started looking around the crowd, and I'm noticing that I... Whoa, that's... What the fuck is that? Face, clean and face. You're like, I'm noticing that there are a lot of people who might be fucked up on some drugs. Or maybe drunk. Or drunk. Or just, they could be fucked up the other way. Or just fucked up mentally. Wait, come here, Mr. Porter, listen. Hey, shut it. Shut up. Freifig! Mushi! Leute, ich melde mich nochmal vom Bahnhof, weil ich jetzt nämlich hier 3 Stunden insgesamt auf meinen Zug nach Hause warten muss. Ja, ich habe einen ganz wichtigen Punkt auf meiner Lebens-To-Do-Liste damit abgehakt, den ich eigentlich gedacht hätte, werde ich niemals abhaken können, weil ich eben dachte, dass meine Nase glänzt ja voll rot. Alles klar. Naja, das war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag, auch wenn ich Beinschmerzen mittlerweile habe. Das war es einfach voll wert. Es war halt auch so, dass der so ein bisschen auf sich warten hat lassen, wie ich ja eben auch gesagt habe, als wir da vor Ort standen. Also der kam halt sehr spät, aber da war es schon so ein bisschen, da hat man schon so gedacht, ist das jetzt wirklich nötig? Dann die Show danach hat alles wieder wettgemacht. Irgendwie, das Wetter wurde auch besser. Also als er kam ungefähr, kam dann auch die Sonne raus. Also es war echt mega. Support hat unter anderem gemacht, also für die weiblichen, statt Rihanna und statt Beyoncé und so, war Skylar Grey dabei. Also von der bin ich auch begeistert. Also ich liebe die sowieso und ich finde auch, dass ihre Stimme viel besser zu den Songs passt als zum Beispiel die von Beyoncé. Und da muss ich dann auch irgendwann anfangen zu heulen. Also ich und Valentina konnten uns irgendwann nicht mehr an uns halten. Das war so, ich kriege jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich dran denke. Es war so schön irgendwie, vor allem die Songs mit ihr zusammen und ihm. Also so Love the Way You Lie und so, boah, das war echt nicht schlecht. Also schon so ein Gänsehaut-Moment. Ja, und als Zugabe am Ende hat er dann noch Lose Yourself gespielt. Das ist halt auch so ein Lied, wo ich wirklich ungelogen jedes Wort auswendig kann. Könnte ich die auf Deutsch sofort hierhin übersetzen. Und ich war einfach so, das war einfach noch so der perfekte Abschluss. Beziehungsweise ich wusste eigentlich schon, dass das als Zugabe kommen wird. Aber war cool. Ich hoffe, euch hat diese Impression gefallen. Ich möchte euch noch unbedingt auf meinen Instagram-Kanal verweisen. Ich habe da nämlich in den Story Highlights, also man kann seine Stories ja auf seiner Instagram-Seite speichern. Und da habe ich nochmal ein paar andere Ausschnitte, so ein bisschen auch von mir selber kommentiert, zusammengefasst. Das könnt ihr euch da gerne angucken. Ich verlinke meinen Instagram-Account hier. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und ciao.